Seit 1979 fährt sich die Mercedes G-Klasse in Autofahrerherzen und begeistert vor allem die Offroad-Fans. Der kantige Kraxler gilt als das schwäbische Gelände-Allround-Talent. Los geht es damals mit 75 PS. In den vergangenen Jahren kitzeln Tuner immer mehr Leistung aus der rollenden Schrankwand. 7 aufgemotzte Mercedes-Benz G-Klassen, jetzt bei Die 7. Dampfhammer Nummer 1. Mansory Mercedes AMG G63 Star Trooper Pickup. Wer die Tuning-Szene ein bisschen verfolgt, der weiß, dass Mansory für besonders extravagante Umbauten steht. Die jüngste Kreation der oberpfälzischen Schmiede heißt Star Trooper Pickup. Besonderheit: Mansory holt sich den deutschen Modedesigner Philipp Plein an Bord. Seine Initialen schmücken den Kühlergrill des ordentlich verbreiterten Geländewagens. Die Lederausstattung trägt eine Hexagonsteppung. Hinzu kommen das Sportlenkrad, Sichtcarbon sowie ein LED-Sternenhimmel im Dach. Das Herzstück bleibt der von AMG bekannte 4 Liter V8 Biturbo. Es gibt größere Turbolader, neue Downpipes, eine Sportabgasanlage und eine veränderte Motorelektronik. Mit seinen nun 850 PS und 1000 Newtonmeter sprintet der Edellaster in 3,5 Sekunden auf Tempo 100. Und was kostet das Tuning? Wer eines der nur 20 Exemplare kaufen will, muss 700.000 Euro berappen. Dampfhammer Nummer 2. Brabus 800 Adventure XLP. Weit vorn unter den G-Klasse-Experten ist auch Brabus. 800 PS, 1000 Newtonmeter und 49 cm Bodenfreiheit spendiert der Veredler dem Brabus 800 Adventure XLP. Der brachiale Pickup auf G63-Basis steht auf 22 Zöllern und soll für ultimative Abenteuer gewappnet sein. Dafür verlängern die Techniker unter anderem den Radstand um 50 cm. Insgesamt wächst dieser G63 um 68,9 cm auf 5,31 m an. Die Abmessungen der Passagierkabine bleiben unangetastet. Die Carbon-Anbauteile fertigt Brabus selbst. Ebenfalls aus Carbon, Unterfahrschutz, Motorhaubenaufsatz mit 2 Powerdomes und die Kotflügelverbreiterungen. Auf Wunsch sind vorn ein Frontschutzbügel und eine Seilwinde mit einer Zugkraft von 4,5 Tonnen angebracht. Wer sich für das fast 800.000 Euro teure Gesamtpaket entscheidet, erhält außerdem eine Drohne, die auf der Ladefläche starten und landen kann. Dampfhammer Nummer 3. Mercedes AMG G63 6x6. 2013 schockt Mercedes AMG die Automobilwelt mit einem der wohl exklusivsten Spielzeuge für Superreiche. Der G63 6x6 hat 3 Achsen, 5 Differentiale, 544 PS und einen Basispreis von 450.000 Euro in Deutschland. Das 4 Tonnen Ungetüm ist ursprünglich für militärische Zwecke gedacht und wird von den Schwaben für den zivilen Einsatz komplett aufbereitet. So sind zum Beispiel sogenannte Portalachsen verbaut. Das sind Achsen, bei denen Vorgelegegetriebe am Rad angebracht sind. Dadurch liegen die Antriebswellen höher und die Bodenfreiheit des 6x6 wächst auf 46 cm. Den Vortrieb garantiert ein AMG 5,5 Liter V8 Biturbo mit 760 Newtonmetern Drehmoment. Doch die burgähnliche Bauform verhindert Spitzenfahrleistungen. 0 auf 100 soll in etwa 8 Sekunden geschafft sein. Maximal sind 160 km/h drin. Der Verbrauch? Kaum weniger als 30 Liter pro 100 Kilometer. Immerhin passen rund 160 Liter in den Tank. Zwischen 2013 und 2015 entsteht der 6x6 bei Magna Steyr in Österreich. Kaum ein anderer AMG hat seitdem für so großes Aufsehen gesorgt. Dampfhammer Nummer 4. Top Car Mercedes AMG G63 Inferno. Auch die russischen Extremtuner von Top Car haben ein Bodykit für die aktuelle G-Klasse im Angebot. Mit dem Umbau verdient sich der Geländewagen den martialischen Namenszusatz Inferno. Hauptwerkstoff Carbon. Mindestens inflationär, böse Zungen würden gar sagen infernalisch,
wird das leichte Material gut sichtbar rund um das Auto verteilt. Das betrifft an der Front die Einfassungen der Scheinwerfer, den Rahmen der Lufteinlässe und die Spoilerlippe in der Frontschürze. Auch in der Seitenansicht findet das Auge viele prominent platzierte Kohlefasern. Stoßschutzleisten, Seitenschweller, Kotflügelerweiterungen und Spiegelkappen leben nach dem Credo: viel hilft viel. Dass am Heck ebenfalls Carbon zu finden ist, wundert nicht. Selbst vor dem Innenraum wird nicht Halt gemacht. Das Leder ist im Carbon-Look gehalten. Hinzu kommen Ziernähte und Keder in dunkelgrün, die nicht gerade unauffällige Wagenfarbe aufgreifen. Dampfhammer Nummer 5. Performmaster Mercedes AMG G63. Wie der Name schon sagt, geht es bei Performmaster weniger um eine expressive Optik, als mehr um Performance. Mit einem Tuning-Modul holen die Plüderhausener sagenhafte 805 PS und 1020 Newtonmeter aus dem 4 Liter V8 Biturbo. Zusätzlich finden zahlungskräftige Kunden neue Turbolader mit größerer Verdichtereinheit und verstärkter Axiallagerung in der Preisliste. Damit soll das Ansprechverhalten des Motors optimiert werden. Wie bei Performmaster üblich, gibt es eine umfassende Motorgetriebegarantie. Sie gilt für bis zu 24 Monate oder 100.000 Kilometer ab Einbau. Dampfhammer Nummer 6. Brabus GV12 900 One of 10. Motorseitig setzt Brabus der G-Klasse die Krone auf. Im GV12 900 One of 10 kommt der V12 Biturbo aus dem S600L zum Einsatz. Allerdings muss sich das 6 Liter große Aggregat zunächst einer dezenten Optimierung in Brabus Motorenschmiede unterziehen. Der Hubraum wächst auf 6,3 Liter. Output: 900 PS und 1500 Newtonmeter Drehmoment. Allerdings wird das Drehmoment elektronisch auf 1200 Newtonmeter limitiert und per 9-Gang-Automatikgetriebe an alle Walzen verteilt. Damit die Kraft nicht verraucht, verbauen die Bottropper auf Wunsch 295er Reifen vorn und 355er Pneus hinten. Diese werden auf 24 Zoll Schmiedefelgen geschnallt. So sprintet der wohl stärkste 12-Zylinder-Geländewagen in 3,8 Sekunden auf Tempo 100. Bis maximal 280 km/h drückt die rasende Schrankwand alles auf der linken Autobahnspur beiseite. Spätestens dann dürfte der Spritverbrauch aber die angegebenen 18,9 Liter auf 100 Kilometer übersteigen. Wird die schwarze Außenhaut vor allem wie üblich mit Carbon garniert, gibt es im Innenraum den maximalen Kontrast zu außen. Die porzellan- und braunfarbene Volllederausstattung in Muscheloptik entstammt der hauseigenen Sattlerei von Brabus. Wer jetzt zu träumen beginnt, den können wir schnell wieder aufwecken. Wie der Name bereits sagt, ist das 2,7 Tonnen Geschoss auf nur 10 Exemplare limitiert. Außerdem kostet es mindestens 720.000 Euro. Dampfhammer Nummer 7. Lummer Design Mercedes AMG G63. Wenn ein AMG G63 den Hof von Lummer Design verlässt, darf sich der Kunde über eine zusätzliche Sidepipe freuen. Wer glaubt, dass damit der Abgasgegendruck sinkt und die Leistung steigt, wird beim genauen Blick auf die Abgasanlage eines Besseren belehrt. Es handelt sich lediglich um eine Abzweigung von einem der Rohre. Und auch sonst verpasst Lummer der ohnehin beeindruckenden G-Klasse eine noch martialischere Optik. Carbon? Standard. Speziell hingegen sind die mächtigen 23 Zoll Räder. Durch ihr flächiges Design wirken sie noch üppiger. Ob in Silber oder Schwarz ist dabei egal. Hauptsache auffällig und individuell. Das waren 7 aufgemotzte G-Klassen. Von vor Leistung strotzenden V12-Monstern bis hin zu carbonbehängten Panzern. Sicher gefallen so manche Anpassungen nicht jedem. Jetzt ist eure Meinung gefragt. Welche gepimpte G-Klasse findet ihr gut, welche weniger? Oder sagt ihr, an eine solche Ikone sollte grundsätzlich niemand Hand anlegen? Diskutiert fleißig, aber friedlich in den Kommentaren. Und wenn euch das Video gefallen hat, freuen wir uns über ein Like und ein Abo.